System fährt hoch. Ladevorgang läuft. Dateien werden geladen. So, liebe Zuschauer, auf geht's in das letzte Match. Viel Spaß. Die Karte haben wir auch noch nicht oft gesehen hier. Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich gerade kommen, die nehmen wir jetzt mal. Drei Übergänge. Oh. Ja, ach, hier sind ja sogar Raffs auf den beiden Inseln. Du brauchst ja bloß drauf mit dem Sammler. Ist ja geil. Nur drauf und einnehmen, dann geht's ja. So, in. Boah, hier sind die schon wieder unterwegs an der Kirche. In lila den Ramat Garn und in orange den Jack Aubrey. Ja, mal gespannt. Weiß gar nicht, ich glaube, Jack spielt noch gar nicht in der Liga, ne? Ich glaub's auch noch nicht, ne? Aber ich finde die Männer kicken hier gerade so sehr interessant. Ich weiß nicht warum, Jungs. Und. Jungs und Mädels, die haben es irgendwie uns angetan. Ja, wir machen halt wieder Dorfparty. Das ja, ist gleich wieder, gell? Das ist die Bobby-Party, weißt du? Warum schießen denn nicht mal auf die Fässer? Ja, wenn sie gar nicht wissen, dass sie selber in die Luft fliegen. Hier unten sind sie total friedlich, weißt du? Da macht keiner was. Wie viele Werften ihr hier eingebaut habt, Alter? In den U-Boote außen. Alle schon angeschossen, ey. Ja, dass wirklich nur einen Inchi reinschicken muss und. Ja. Krass. Also besoffen, die machen ja eigene Dorfplatte. Naja. So, die Wetten sind übrigens eingeschaltet. Ihr dürft euch noch ein paar Punkte verdienen. Oder auch verlieren. Wir hoffen einfach mal auf Gewinn. Ja. Ja, der Ramat hat halt noch keine Waffenfabrik, dafür jetzt die zweite RAF. Bob New Kid Style. Und ich bin mal gespannt, wer zuerst auf diese Außeninseln geht, um dort die Gems zu holen. Ob überhaupt einer macht, das ist halt auch die Sache. Das ist halt auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Bam, 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 bam. Schieß aufs Fass. Na, die Bad Boys. Nicht Bad Boys. Schön, ich hängst du wahrscheinlich die ganze Zeit. Ach, die Zeit läuft nicht. Egal, ich mach die jetzt nicht nochmal an. Ah, den Timer vergessen. Spätestens wenn der Dings losgeht, die Bomben, dann wissen wir, dass noch 15 Minuten sind. Oder man sieht anhand von der Wetten, sieht man es ja auch. Ja. Jetzt sind es noch 6 Minuten 20 ungefähr. Ja. Ja, es ist halt das siebte Spiel. Ja. Da darf man sich auch mal vergessen. Oh, die Kirche ist fast down. Mich interessiert, wenn die explodiert. Und vielleicht ein bisschen Feuer macht hier, dass die Fässer hochgehen. Oh. Shepard. Dass aber im linken Dorf unten nicht angegriffen wird, ist auch komisch. Da sind noch mehr Fässer versteckt im Dorf. Naja, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen entspannter, weil du musst hier gucken. Hier ist so ein komischer dabei. Und hier haben wir alles nur so eine aggressiven. Ja. Ja, ist Einstein dabei. Ja, der hält die alle auf Zack.
Bad Bobs, Bad Bobs. Ist der Bruder vom Bob? Do when they for you. Come for you heißt das. Ja. Wo ist der zweite Raff? Den Jack. Ah, es fehlen halt noch die Panzer bei beiden, ne? Sind noch nicht so weit. Bauhof kommt raus. Bei wem? Ah! Jack, kommt der Bauhof. Ja, ist die Frage, wohin fährt. Eigentlich wäre nur. Eigentlich wäre nur schlau hier unten. Jetzt will er ihm hier die Werft wegschießen? Oh, ich denke auch gerade, was ballert denn da? Ja, oh, auf der rechten Seite hat Ramat seine eingenommen. Jack auch. Und die nimmt er hier raus. Unten ist noch eine Kiste. Schon gesehen, aber da ist noch keiner. Ein fetter Bauhof. Ja, na komm. Ja, jetzt wieder den Bauhof. Ja, explodiert er. Ah, fast. Ja, fast wäre auf die Kiste gefahren. Hätte mal rauffahren sollen. Bam. Dann, das wär, wie wäre es dann? Flying MBF 2.0? Flying Jack. Ah, jetzt. Was wäre drin gewesen? Geld. The money. Wäre es lustig, wenn jetzt wirklich die Bombe drin gewesen wäre, ey. Ja. Problem, wir sind auf darauf gefahren. Zack, weg. Und da sehen wir schon das erste Schiff. Erste Zerstörung, ja. Ja, er sollte sich eine Plattform unten in Dings nehmen und rein da. Mal unten schützen. Vielleicht nimmt auch einer die U-Boot-Werften mal ein. Das wäre auch was Cooles. Ja. Würde aber bisher noch nicht so viel Sinn machen, weil die U-Boote noch nicht so wirklich großartig vorankommen, außer hier oben vielleicht. Das Dorf ist gleich kaputt. Auf Rot geschossen. Na, und wird es explodieren? Ja. Glück gehabt. Komm, schieß. Schade. Ja, Christi, Mitte ist da auch auf der Insel ordentlich bestückt. Naja. Oh, er schießt auf die Fässer. Schießt er? Nee, oder? Doch, er hat sie in die Luft gesprengt. Oh, oha. Oh, Mann. Gut. Ja, hier in der Mitte, da sind ja Schattengeneratoren, da Mad-Panzer mitten drauf. Muss ja aufpassen, dass die nicht loslegen. Und der Ramat hat oben schon rüber gesetzt auf die nächste Insel. Nämlich auf die zweite. Ja, und Jack ist noch nicht ganz so weit. Max hat bei unten jetzt auch die Raff gestellt. Aber beide haben gerade so ein bisschen Geldprobleme. Er muss nochmal eine Raff unten stellen, ist besser. Ja, na, hier ein bisschen links höher, ja. Er könnte auch noch hier rüber bauen zu den nächsten Erzfeldern. Er hat ein paar Möglichkeiten, die er im Bobtown eskaliert wieder die Kürmse. Jetzt bestimmt die Kürmes, oder? Oh, jetzt ist hier was Ruhe. Ja, die genug Unheil gestiftet, so. Kirche zerstört. Besser in Brand geschossen. Ja. Erste Tode gab's auch schon vom NPC. Hier ist ein Grafikfehler. Guck dir es an, Marc. Oh ja. Wer das hier, würde das gar nicht so auffallen, aber darf ich. Fusch! Nee, Jules! Nee, Jules, ich habe den CD vergessen zu starten und habe mir jetzt im Nachhinein nicht mehr reingemacht, weil macht keinen Sinn. Ja, theoretisch laut Wetter sind es jetzt noch so.
30 Sekunden. Ja, wir werden ja merken, wenn die erste Bombe hochgeht. Und dann wissen wir ja Bescheid. Dann haben sie noch eine Minute. Siehst du, da ist er schon. Da brauche ich keinen Timer machen. Wir haben jetzt hier eine Challenge. Das ist ja auch sehr interessant. Wir werden dann auf die Uhr schauen, wie lange sie dann noch Zeit hätte. Fusch an der Map, ja. Bin gespannt, ob Ramat hier oben gleich runterfährt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Nachschub geholt. Aber wie gesagt, der Jack hat hier zwar jetzt noch mal einen Bau aufgeholt und hat auch noch... Aber es wird nicht reichen, das ist zu wenig. Als Dev langt's nicht, gell? Mhm. Und Ramat hat jetzt auch die Sicht. Techzentrum da, die Rakete ging gerade hoch. Guck mal, hier steht ein Bauhof in der Nähe. Ich glaube, das hat er sich anders vorgestellt. Jetzt einfach frechen Turm hinstellen. Ja, so. Nun sitzt hier rum. 23:55. Also 15 Minuten weiter und wir wissen, das Spiel ist vorbei. Riders Tour on way, ja. Da fährt der Jack auch rein und nimmt ihn auch gleich erstmal die erste Waffe verrät. Ach, der Jack nicht, der Ramat. Der Ramat, mein ja, das reicht für heute. Und der Bauhof ist auch weg. Ja, nimmt er ihn auch gleich raus. Natürlich sehr effektiv. Er hätte da oben dicht machen müssen, dass er da nicht reinfahren kann. Jetzt fährt er natürlich gleich runter. Da ist noch eine Kiste. Deckzentrum weg. Ja. Ja, Chris verwechselt gerade so viel. Ja, moderier du mal. Ich war so spät schon. 4 Stunden hintereinander. Dann möchte ich den nochmal quatschen hören. Da kommt der Turm. Ja, leider zu spät, gell? Ja, der hätte auch vorher nichts mehr gebracht. Oben kommt hier schon die nächsten rein und Jules, was willst du mit damit jetzt sagen? Ja. Vier sind viel besser. Ja, aber das Tech-Zentrum ist auch raus von Ramat. Plus den Hafen. Ja, hat er rausgenommen, ja. Füchser schreibt, also im Radio haben wir zu zweit mal 8 Stunden am Stück durchgemoddet. Da kommt irgendwann nur noch Grütze raus, ja. Das habe ich gemerkt, wo ich diesen 12-Stunden-Stream gemacht habe. Am Ende bist du so ein bisschen Ballerballer am Kopf. Platt, wenn du hast halt keine, wie sag mal, gedankliche Pause brauchst du mal, weißt du. Ach, guck mal, wir haben Kreuzer. Würde ihm nur nicht viel bringen mehr, ein bisschen spät. Ja, außerdem hat er hier noch Panzer, die er nicht bewegt. Und du siehst es aber auch bei Ramat, seiner Hauptbase ist auch genauso anfällig. Er hätte einfach bloß durchfahren brauchen und hätte die komplett rausnehmen können. Vor allem mal über den mittleren Übergang, da ist er noch offen. Ja. Steht einfach, cool, zwei Bauhöfe stehen einfach auch da nebeneinander. Hast du gesehen? Wo denn? Rechte Insel, Mitte. Also wenn du dich nicht aufbaust, dann baue ich mich auch nicht auf. Ja. Ja, und das macht ja, er richtig hier. Die Schiffe hätten trotzdem ordentlich Damage gemacht. Ja, und jetzt hat er noch die Flak-Trupper hier, die ja nicht gleich geht. Die machen jetzt auch noch ein bisschen Schaden. Natürlich kommt von oben schon die nächste Welle, es wird nicht reichen. Steht schon wieder eine Kiste rum. Okay. Ja, er kann halt nicht mehr gegensetzen. Mhm.
Ja, und Ramat hat jetzt ordentlich Geld, ne? Der Kreuzer hat seine eigene Dings hier erstmal angeschossen. Ja, dann eine Vorbase, ja, dann noch mit, dass sie noch ein Tech-Zentrum hier oben, die RAF, die könnte er theoretisch verkaufen, die bringt ihm nichts. Jetzt hat er nur noch unten noch den Bauhof, ne? Genau. Hat er gebaut. Naja, er muss halt jetzt, ja, das wird nicht reichen, wird sehr, sehr schwierig. Aber er muss halt die Schiffe noch rauskriegen, ne, und da wird er Probleme kriegen, weil jetzt fahren die Kreuzer rum. Ja, oben kommt jetzt eine Werft. Eine übernommene Werft, ja. Ne, ganz oben, die hat er selber gebaut. Ja, ganz oben, ja. Ganz, ja. Eine hat er übernommen. Mhm. Dann auch nochmal ein zweites Tech-Zentrum. Also auch schon gebaut. Den Dampfer nimmt er jetzt auch raus. Hier oben sind die Kreuzer, fahren genau ins Feuer rein. Der ist auch weg. Ne? Ja, der hätte, wird auch gleich. Er hätte die Werft noch mit in den Tod nehmen können, den man einfach schießt. Ja. Okay. Das war's. Hier rechts sind noch zwei Schiffe. Hier oben rechts ist noch ein Bauhof, hat er auch aufgebaut. Jetzt hat er noch einen Turm hingestellt. Ja, er gibt nicht auf, ne? Er macht immer noch. Macht noch weiter. Macht weiter, ja. Auch wenn er eigentlich genau weiß, gegen diese Macht, die hier steht, hat er einfach keine Chance. Ne? Jetzt muss er hier bloß noch reinfahren. Die obere Base noch rausnehmen. Naja, er nutzt den Sammler, um abzulenken. Weil. Jetzt greift's Männer. Jetzt greift das Männer an. Ja, naja, jetzt war es spät, ja. Wenn er gleich umstellt, da kommt der nächste Turm. Jawohl, so muss sein. Genau, auf da. Na, traut sie noch nicht. Franz ist auch weg. Wart gleich wieder der Sammler durch. Tschüss, Sammler. Oh, der ist auch weg. Ja, komm. Oh, der Turm hat's schon gebracht, ja. Linke Seite wird angegriffen. Bin ich schon. Ja, bei dem Match, da war halt Ramat schon zu stark. Ich weiß nicht, wie Jack sich da anstellt normalerweise, in welcher Liga. Ich bin das spielen würde. Ich denke mal eher Richtung Leichte. Na, ich denke mal Dritte, ja. Ich denke mal auch. Aber er wehrt sich. Immer noch mit dem Türmchen hier wieder. Der Turm nimmt immer wieder mal so einen und einen anderen Panzer raus. Könnte er sogar. Oh, ne, doch nicht. Der sagt, er könnte es noch abwehren, aber jetzt war der Turm weg. Da kommt noch einer. Ein gutes Turmmanagement hat er da schon. Ja, er weiß halt genau, wie er den zu setzen hat. Abgewehrt! Ja. Mit dem Sammler überfahren. Ja.
Aber ist halt jetzt auch Feierabend. Ja, er hat ihm jetzt den Bauch unten rausgenommen, ja schon. Und hier jetzt auch der Graf. Also das war's denn jetzt. Oh. Muss ich hier nur noch fertig machen. Wie gesagt, hier ist ja noch ein Schiff. Das wird er sich bestimmt gleich holen. Ja, ist auch weg. Das andere ist weg. Naja, das meine ich ja. Er fährt einfach mal mit den Schiffen dran vorbei. Warum? Ich verstehe das nicht. Sieht er das nicht? Muss er sehen, er hat doch ein Technikzentrum. Ah, jetzt. Jetzt greift das an. Jetzt nimmt das raus. Ja, und somit eigentlich nur noch unten die paar Einheiten. Mhm, dann ist er auch durch. Den hier fährt auch. Jetzt kommt aber so langsam die Müdigkeit, wa? Ja. Ja. Na, kriegt er den Bobby noch weg? Ich glaube, die müssen wir mal in Season 5, wäre die ein bisschen getunter. Kriegen sie mehr Geschwindigkeit, dass sie noch mehr durchdrehen. So, wo steht jetzt noch eine Einheit? Oh, haben wir noch was. Hä? Also ich will jetzt nichts mehr. Ich auch nicht. Doch, da ist noch eine. Eine haben wir noch. Ist die Frage, ob's Rama zieht oder nicht. Das ist die Sache. Noch steht er friedlich da im Erzfeld rum. Noch ja. Wie lange wird es dauern, bis er die Infanterie findet? Wird es länger dauern? Ja oder nein? Wo ist die letzte? Na, da, wo meine Maus ist, landet. Ein Stück daneben. Jetzt noch ein Unentschieden. Dann müssten wir jetzt bis dreiviertel noch das Spiel hier laufen. Beim Mauszeiger. Aber das sind so halt die Dinge, die muss halt auch ein Ramat sehen. Jetzt egal, jetzt, ob das jetzt hier eine Challenge ist oder ob das ein Ligaspiel ist, weil das kann im Endeffekt spielentscheidend sein. Jetzt bewegt das. Ah. Ich glaube, das BMT hat es schon erspäht. Ja,
Und Match abgeschlossen. Match abgeschlossen. Na? Hi. Guck. Wie war's? Gute Aktion mit dem einen einzelnen Panzer. Ja, es waren gute Ansätze zu sehen beim Jack. So ist es nicht. Aber man hat halt gesehen, dass du spielst in der zweiten Liga und ich denke mal, Jack, hast du schon eine Einstufung bekommen? Nö, ich habe ja jetzt erst das Ticket gehabt. Ja. Für Quali hatte 2 Spiele gegen Qatar und jetzt bei dem Bootcamp hatte ich auch ein 2-2 und das Spiel gegen Alucard. Ja. Und das jetzt hier. Oh, also, okay. Also ich wusste es nicht. Ich hatte ihn kurz darauf angesprochen vorher und die erste Schätzung hieß wohl mittlere Schwere. Man dachte mir, okay. Das war aber am Anfang von dem Match gegen Alucard nach dem 2-2. Ich habe mir ja den Stream angeguckt, deswegen weiß ich das. Das haben die aber garantiert ganz schnell wieder verworfen, als ich dann nach 16 Minuten weg war. wobei sie da ja auch gesagt haben, von wegen auf einer anderen Map, unter anderen Voraussetzungen, könnte das ein ganz anderes Spiel sein, wie ich mich dann gebe. Ja, das ist ja immer kartenabhängig. Ne? Aber ich würde durch meine Erfahrung jetzt, was ich jetzt gesehen habe, so dritte Liga einstufen. Für vierte ist es zu stark. Dritte wäre okay, weil Ramat ist zweite und da kann man das eigentlich ganz gut. Aber mal schauen. Raider-Tours gemacht. Ja, es ist. Ja, ihr habt sehr lustigerweise oft mit euren Bauhöfen nebeneinander gestanden und es ist nichts passiert. Ja. Das halt auch mal gesehen. Wenn du halt in der Liga spielst, spätestens in der zweiten Halbzeit von der Liga, gibt es 50% Verbesserung. Da ist jeder besser geworden eigentlich. Ja, wenn man jeden Abend hier spielt und mit den anderen mitspielt. Und deswegen, du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Du hast dich ja für die Season 5 angemeldet. Und ja, kann sein, dass du bis dahin auch so weit bist, dass es dich vielleicht auch in die zweite Liga haut. Aber das werden wir in 3,5 Monaten abmachen. Das sagt er ja auch. Das ist ein gutes Trainingsmatch. Ja. Ja, er hat gefragt, ne, willst du? Ich habe gemeint, ich weiß, dass ich eins auf die Mütze kriege, aber wenn ich nicht spiele, lerne ich nicht. Ja. Dann komme ich nie wieder rein. Das. Weil KI ist kein Gegner. KI spielt nach gleichem Schema F. Das lernst du auswendig. Ja, das ist richtig. Und ein menschlicher Spieler, der ist dann schon, ne, da weißt du, wo du drauf gehst. Richtig. That I don't believe to be.